Und im Phoenix-Studio in Bonn begrüße ich jetzt Professor Volker Kronberg, den Politikwissenschaftler. Schönen guten Abend. Um 16 Uhr am Nachmittag wurde dieses Paket präsentiert, Herr Kronberg. Frau Heidog haben wir zum Schluss gesehen, die Grünen tragen, jedenfalls erklären Sie das, jetzt auch Abschiebungen von Flüchtlingen nach Afghanistan und Syrien mit. Inwiefern bedeutet das für die Grünen eine Zäsur? Das wäre vor wenigen Wochen, vielleicht auch vor wenigen Tagen so noch nicht vorstellbar gewesen. Also, dass die Grünen jetzt hier auch auf dieser Pressekonferenz und überhaupt inhaltlich jetzt dieses Paket mittragen, das ist überaus bemerkenswert. Mhm. Denn bei biometrischer Erkennungsdingen, die Liberalen und die Grünen jetzt an anderer Stelle, da hat man sich doch erheblich bewegt. Und wenn wir uns daran erinnern, wenige Tage, Sie haben es in der Anmoderation auch gesagt, Merz legte großes Tempo vor und legte die Latte hoch und hat gesagt, das machen wir im Zweifelsfalle zwischen großer Oppositionsfraktion und SPD und die anderen machen ja sowieso nicht mit, dann machen wir das aus staatspolitischer Verantwortung. Dann zeigt sich diese Ampel, zumindest heute, das soll die Botschaft ja sein, was auch immer die Gespräche jetzt noch und die parlamentarischen Beratungen bringen werden. Aber die Ampel zeigt sich jetzt, Tag 2 nach März und diesen Kanzleramtsgesprächen, geschlossen und handlungsfähig. Willig. Inwiefern gibt es einen Zusammenhang mit den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen, die am Sonntag stattfinden? Den gibt es natürlich. Der ist nicht zu leugnen, der wird sicherlich in Abrede gestellt. Das hat Merz getan, das tut auch Scholz. Aber natürlich muss man das sehen. Warum? Weil das Thema Migration, Flüchtlinge, Integration, innere Sicherheit natürlich eines der Top-Themen ist. Nicht erst in diesen Tagen, nicht erst nach Solingen. Seit vielen, vielen Monaten, vielleicht auch allzu lange schon. Das ist ein Thema, das aus Sicht vieler Bürgerinnen und Bürger nicht angemessen durch die sogenannten Mitteparteien oder die Ampelparteien bedient wurde. Das ist ein Grund, warum die AfD auf der einen Seite und Bündnissacher Wagenknecht so stark in Umfragen im Moment sind. Dann passierte Solingen und jetzt ist natürlich die Politik, die Verantwortungsträger sind gefordert, kann ja gar nicht anders sein. Denn Wahlen stellen ja immer auch ein Zeugnis aus für die, die Verantwortung tragen. Insofern gehört das auch dazu. Natürlich hat man das im Kopf, aber Herr Fitkau, auch das muss man sehen. Egal, was heute angekündigt wird und auch egal, ob nun mit der Union nächste Woche was terminiert wird, die Wahlen sind ein Stück weit insofern schon gelaufen, als dass natürlich Solingen und der Problemdruck, der hier auch von den Ampelparteien angesprochen wird, auf das Konto aller Voraussicht nach der AfD einzahlen. Ja, das werden wir am Sonntag um 18 Uhr wissen. Was wir jetzt schon wissen ist, da sagt jedenfalls die Ampel, die Vertreter der Ampel, die Leute, die unter dem Dublin-Abkommen, unter das Dublin-Abkommen fallen, also woanders registriert sind, sich haben registrieren lassen oder registriert wurden, die müssen zurückgehen. Wenn das geschehen wäre mit dem islamistischen Terroristen, wäre er in Bulgarien gewesen und hätte keine drei Menschen in Solingen getötet. Wenn das wirklich so umgesetzt wird, ich nehme an, die Union hat nichts dagegen, wäre das eine echte europäische Zäsur, die dann daraus folgen würde? Ja, gewiss wäre es das, denn überhaupt die Frage, wer darf wohin sich bewegen innerhalb der Europäischen Union, wo wird ein Asylantrag gestellt und anderes mehr, ist ja seit vielen Jahren im Grunde eine Herausforderung, mit der die Mitgliedstaaten nicht wirklich zu Rande kamen. Die einen wollen überhaupt keine Migrantinnen, Migranten aufnehmen, die anderen nehmen überproportional viel auf die Bundesrepublik, dann sind die Push- und Pull-Faktoren. Will heißen, natürlich, Dublin wurde ja auch ein Stück weit außer Kraft gesetzt, will also heißen, dass die Flüchtlinge in dem Land der Europäischen Union, wo sie erstmals ihren Fuß hinsetzen, da auch das Verfahren durchlaufen. Das ist ja seit 2015 ein Stück weit völlig außer Kraft gesetzt worden, das zeigen ja auch die Zahlen. Und jetzt zeigt sich hier Politik heute, die Ampel, die Union, Merz, anderes mehr, die Länder gewillt. Und das hat natürlich, das muss man auch sagen, die Innenministerin mit ihren Amtskollegen auch auf europäischer Ebene schon verhandelt. Da ist ein Fortschritt da, dass die Dinge wieder geordneter und auch fairer ablaufen innerhalb der EU. Sagt Professor Volker Kronberg, der Politikwissenschaftler. Ich sage danke für Ihren Besuch im Studio. Gerne.